Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Touring Western Erebonia, Tag 3 von 27. Ah, Tita kann sich direkt nützlich machen, das ist gut. Bin mal gespannt, ob die jetzt hier einfach nur eine Funktion übernimmt von einem Laden, der sowieso schon da war, oder ob es jetzt hier auch was Neues gibt. Und Gaius übernimmt das Ruder. Es ist Tag, aber nichts scheint außer, also nichts Ungewöhnliches zu bemerken. Haben wir irgendwas auf dem Radar? Nichts. Wie sie guckt, tut mir leid, da muss ich einfach grinsen. Sie ist wirklich so bei der Arbeit und fühlt sich jetzt fast gestört durch Gaius' Frage. Ja, nichts bemerkt. Niemand scheint ihn zu verfolgen. Wir haben noch keine außergewöhnlichen Bewegungen der anderen Militärdivisionen entdeckt. Puh. Also hat uns Vater doch nochmal den Rücken freigehalten. Naja, die kaiserliche Defense Force ist zwar immer noch hinter uns her, aber es ist eine Erleichterung zu wissen, dass es nicht mehr schlimmer wird. Wir haben gutes Wetter und klare Sicht. Außerdem schnurrt unsere Mana-Engine nett wie eh und je. Aber ich schätze, auch ich schnurre ganz gut, wenn ich einen eigenen Engel hätte, der ein bisschen an mir rumschraubt. Naja, das Schiff war ja schon in gutem Zustand. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Mana-Engine arbeite. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, das ist ein ganz schöner Staffelstab, den du da weitergibst. Aber ich bin mir sicher, sie kriegt es irgendwie hin. So eine Mana-Engine ist ja quasi eine Blackbox, oder? Ja, der Kern ist, genauer gesagt, ein Artefakt namens Himmelsstreitwagen. Aber der Rest des Schiffes wurde von der Stiftung hergestellt. Deshalb kann eine Expertentechnikerin uns immer noch eine großartige Hilfe sein. Ja, die steht ja vor euch. Tita wurde ja von zwei der drei Lehrlinge von Epstein höchstpersönlich unterrichtet, nämlich Professor Russell und Professor Schmidt. Oh, warte mal, und der dritte ist der nicht in Calvard? Soll ich mal einen Tipp abgeben, dass Tita auch noch Unterricht bei der dritten Person nehmen wird? Ja, das stimmt, aber ich würde nichts erwarten, nichts Großartiges, was die geleistet haben. Okay, dann sind ja die Mannschaftsprobleme, die das Schiff hatte, die gehören jetzt ja der Vergangenheit an. Aber unsere Lage hier hat sich nicht verändert. Sie wird eher noch schlimmer. Warum kommt jetzt Kamera Schwenk auf Alfin? Wegen schlimmer Lage? Ja, in der Tat. Und es ist nicht nur der Geist der Militärangehörigen, der verunreinigt wurde. Es verbreitet sich auch unter den Zivilisten. Als Resultat werden mehr und mehr Soldaten an die Front geschickt, also neu einberufene Soldaten. Ich gehe mal davon aus, dass mein Verschwinden der Öffentlichkeit nicht publik gemacht wird. Ja, damit sich alle auch weiterhin auf den Krieg konzentrieren. Wenn die Leute herausfinden würden, dass ihre Prinzessin spurlos verschwunden ist, dann würde es sie doch zu stark ablenken. Ja,
die Dinge würden nur noch weiter eskalieren, wenn mein Vater und seine Truppen auch noch eingreifen. Ja, und das führt dann ultimativ zur Operation Jormungand, angeführt von meinem lieben Bruder und General Van Dijk. Die Vorbereitungen sollten beinahe abgeschlossen sein, aber natürlich auch die Gegenmaßnahmen, korrekt? Ja, stimmt, es gibt ja immer noch deinen Plan, Operation Mille Mirages. Ja, die Arrangements schreiten stetig voran mit jeder Mission, die wir vollbringen. Die Befreiung von Tita und ihrer Hoheit war eines der Schlüsselziele. Was, wäre ich auch? Ja, einen Bürger aus Liber als Geisel zu halten, wären dann dem Königreich die Hände gebunden. Doch nicht im Ernst, weil Tita irgendwo gefangen gehalten wird, würde Liebel doch nicht das tun, was das Kaiserreich will. Ja, aber was hat das mit deinen Gegenmaßnahmen zu tun? Ja, spuck's endlich aus. Ja, alles wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Wir haben unsere eigenen Objektive, also unsere eigenen Missionsziele, auf die wir uns konzentrieren müssen. Denn wir wissen ja immer noch nicht, wo sich Elisa aufhält. Das heißt, machen wir zum dritten Mal das, was wir jetzt bereits zweimal gemacht haben. Das war ja auch noch ein bisschen Thema in den Kommentaren, dass es ja ein bisschen repetitiv war und dass man das vielleicht hätte zusammenfassen können, diese Rettungsmission. Ich bin ja mal ein Verfechter von Wahlfreiheit, dass man, also ich hätte es persönlich interessant gefunden, wenn ich mich hätte entscheiden müssen. Also bleiben wir jetzt erstmal bei den beiden bekannten Missionen. Will ich jetzt Alfin und Tita retten oder will ich die Kaiserin und Toa retten? In dem Wissen, dass natürlich den anderen nichts passiert. Also es kommt jetzt niemand ums Leben dadurch, durch meine Entscheidung. Aber ich habe danach halt die Geretteten zur Verfügung und die können mich unterstützen mit ihren Qualitäten. Toa hat bestimmte Qualitäten, Tita hat andere Qualitäten. Ich muss mich entscheiden, was ist mir wichtiger oder wen mag ich lieber? Ja, und dann hat man halt das Gefühl, doch mehr Einfluss auf diese Story zu haben. Und man muss ja auch bedenken, so ein Tag, der hat ja nun mal 24 Stunden. Wenn man davon nach 8 Stunden schläft oder so, oder da hat man vielleicht 16 Stunden zur Verfügung. Und wenn dann jetzt diese Missionen, die man so machen kann, zum Beispiel mit Annabelle was angeln gehen, oder eben, ja, was weiß ich, irgendwie eine Quest für Bridget erledigen oder hier für die Destille Steinrose da die Teile suchen. Das kostet halt alles Zeit. Und wenn einem das Zeit von der Uhr nehme, ich will jetzt nicht, dass die in Echtzeit da lang tickt. Also man soll schon genug Zeit zum Überlegen haben und dass man da auch was machen kann, dass man in der Stadt in Ruhe rumgehen kann. Nur halt das Erfüllen einer Quest, wenn das Zeit von der Uhr nehmen würde, und dass man eben das zeitlich nicht schaffen kann, alle Quests zu erfüllen, so wie es hier eben bei den Bonding-Events ja sowieso schon ist, dann, ja, setzt es einen ein bisschen mehr unter Druck. Ich weiß, viele Leute mögen es nicht, die wollen gerne alles erleben, was das Spiel zu bieten hat, aber dieses Spiel hat ja gerade zu viel zu bieten und da wäre vielleicht eine Entscheidung, was man davon jetzt eigentlich erleben will und was nicht, schon ganz gut. Okay, man kann natürlich auch sagen, wir haben die optionalen Quests muss ich nicht machen, ich muss nur eine von den beiden Hauptquests machen, also ich kann das Spiel auch sehr schnell abfrühstücken. Das geht natürlich immer. Naja. Reens Schwester, die wird er sich sicherlich nicht entgehen lassen, oder die wird er sicherlich nicht irgendwo gefangen rumstehen lassen. Ja, man hätte ja eigentlich gedacht, dass sie sich bei der Prinzessin aufhält. Ja, wir wurden getrennt, als man uns in Sankt Astraja gefangen nahm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass grob mit ihr umgegangen wurde, wenn man bedenkt, in welcher Beziehung sie zu Reen steht.
Ja, wir werden sie schon noch finden, ganz egal, was es kostet. Und mit unserer Patrouille weiterzumachen, ist die beste Möglichkeit, das zu tun. Ja, genau. Ich schicke dir mal meine Informationen auf dein Terminal. Wahrscheinlich wieder drei Aufgaben. Zwei rote, eine grüne. Also eine blaue, ja. Rosenberg Roundup. Lady Rima Bella. Ihr müsst mir einfach helfen. Ich habe etwas Wertvolles verloren. Irgendetwas, was ich so sehr liebe wie meine eigenen Kinder. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das das Werk ist von diesem Unhold, Phantomdieb B. Ich würde diese Affäre gerne diskret über die Bühne bringen und wenn möglich soll sich ein Bewohner Crossbills oder ein in Crossbill Geborener darum kümmern. Meldet euch bitte beim Hotel Augusta in der Kathedrale von St. Arc. Nein, also nicht in der, also am Platz, also neben der Kathedrale von St. Arc. Dann Celestine. Meine. War Celestine nicht auch Hausmeister bei der Zweigstelle Thors? Ich meine schon. Also als Nebenjob. Meine aufrichtigste Entschuldigung für die unangemessene Bitte. Aber es ist eine wirklich bedauernswerte Krise angebrochen. Ich bin nicht geeignet, diese Aufgabe ganz allein zu erfüllen und ich muss deshalb Hilfe von außen suchen. Ich werde warten an der Kreuzung in der Nähe von Rackel beim West Langdock Canyon. Ich verbleibe, meine geschätzten Damen und Herren von Thors, euer bescheidener und treuer Diener. Und das Old Lamare Road Monster von der Bracer Gilde. Wir bekommen Berichte, dass ein besonders gefährliches Monster in der Nähe der Old Lamare Road aufgetaucht ist. Bitte findet und tötet diese Kreatur. Das Monster ist ein Eldergeist. Und ja, von der Bracer Gilde halt. Phantomdieb B? Er hat uns in Crossbill geholfen, aber... Wie, wird er jetzt auf einmal wieder zu einem Kriminellen, sobald er seinen Fuß auf erebonischen Boden setzt, oder? Naja, wir reden im Moment von einem Enforcer. Aber trotzdem, es kommt mir auch ein bisschen seltsam vor. Aber davon mal ab. Schauen wir uns das hier mal an. Das ist doch von Celestine. Ich würde mal sagen, er ist in Sicherheit. Obwohl wir ja bislang nichts von ihm gehört hatten. Beide Aufträge scheinen dringend zu sein. Am besten, wir überprüfen die mal lieber früher als später. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Übrigens, Ausbilder, es ist diesmal an mir, dein Händchen zu halten. Nur wir beide. Nichts, was uns begleitet, außer unsere schnell schlagenden Herzen. Ja, und vier andere Leute. Wenn ich nur meinen Sphärostab mitgebracht hätte. Du passt mal besser auf dich auf, Rian. Und ich meine das wirklich. Ja, ja, hatte ich ohnehin vor, Alyssa. Nun gut. Ich bin erstmal auch dabei. Also ich bleibe hier an Bord. Wenn ihr mich braucht, sprecht mich einfach an. Ja, und das gilt natürlich auch für mich. Ich kann helfen, wie es geht. Also, ja. Ich kann euch auch helfen. Ja. Gut. Wir haben Tita noch gar nicht gehabt in diesem Spiel, also nehmen wir sie mit.
Agit haben wir jetzt gehabt. Agit ist eine Kampfbratze. Er wird uns sehr gut helfen, aber ob ich ihn jetzt mitnehme, weiß ich noch nicht. Wo geht's überhaupt hin? Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Wer hatte mit Celestine nochmal was zu tun? Es tut mir leid, meine Unfähigkeit, aber ich muss mir das nochmal eben schnell angucken. Zu wem Celestine überhaupt noch gehörte. Ach ja, Patrick Higharms. Okay, den haben wir jetzt ja nicht dabei. Ich weiß es noch nicht. Also es geht nochmal in die Nähe von Reckle. Komm, ich nehme jetzt erstmal Leute mit. Ich kann ja gleich nochmal switchen. Also ich hatte jetzt Elliot dabei als Magier. Jetzt haben wir halt Musi. Jetzt muss Musi halt volle Magie machen. Laura hatte ich noch gar nicht dabei. Ja, und wenn Tita dabei ist, dann nehme ich auch Agat mit. Sonst ist sie halt unglücklich. Tja, und jetzt? Brauche ich eigentlich noch jemanden, der ein bisschen ausweichen kann, ne? Vieh hatten wir erst. Könnte ich Crow nochmal mitnehmen? Ash hatte ich schon so oft dabei, aber... Nee, Kurt. Also von der alten Klasse, also von der neuen Klasse habe ich jetzt ja nur Muse mit. Also ich muss noch eine zweite Person mitnehmen. Und Kurt hat relativ wenig gekämpft, ist flexibel einsetzbar, ich nehme Kurt mit. Die Lage in St. Arc, Palm und Titus Gate hat sich verändert. Wir müssen eine der beiden Hauptquests erfüllen. Wir haben Bonding Points bekommen. Neue Waffen und Rüstung ist verfügbar. Okay, dann können wir erstmal Musi ausstatten. Alright, got it! Entweder so oder so. Wir machen sie mal mit langen Haaren. Hat sie ihre Extension drin? Wo ist jetzt der Unterschied? Okay, also es bleibt so. Nee, lass mal. Gut, jetzt will ich noch mal kurz gucken. Ach genau, das war St. Augusta. Jemand aus Crossbell. Haben wir jemanden aus Crossbell dabei? Ich glaube nicht, ne? Ja, Tita und Alfin helfen jetzt an Bord. Wir haben also jetzt genug Personal. Wird jetzt langsam richtig gemütlich hier. Man könnte auch sagen, voll. Ja, und das liegt auch daran, dass eine andere Merkaba Personalprobleme hat und deshalb sind Elrond und noch so ein Typ da jetzt hingereist.
damit es hier nicht so voll ist. Ist irgendwas passiert? Ja, wir haben Berichte bekommen, dass irgendwas Großes in der heiligen Stadt passiert. Also in Arteria. Anscheinend gibt es eine volle Konfrontation gegen Ouroboros. Wahrscheinlich ist das nur ein Tarnmanöver, also Täuschungsmanöver. Aber die Gesellschaft hat schon viele Leute dorthin beordert. Ablenkungsmanöver von den Gralsrittern. Also für die Gralsritter, was? Ja, da läuft irgendwas bestimmt. Ja, wir bleiben in engem Kontakt mit dem Hauptquartier der Gralsritter. Ich informiere dich, wie sich die Sachlage entwickelt. Ja, das weiß ich zu schätzen. Es gibt immer noch so viele Mitglieder, die wir noch nicht gefunden haben. Wir müssen sie bald zurückbekommen. Jetzt will ich nochmal Organized Party sagen. Das heißt, ich nehme dann doch Juna mit statt Kurt. Oder, ich meine, ich habe jetzt auch... Agat und Laura sind kampftechnisch sehr, sehr ähnlich. Ich denke, Laura muss nochmal kurz... auf die Reservebank. Machen wir das so. Es gibt so viele besorgniserregende Entwicklungen außerhalb des Kaiserreiches, aber ich muss mich auf diese Arbeit hier konzentrieren. Und es sind auch viele besorgniserregende Befehle reingekommen, Rian. Ich hoffe, du kriegst es hin. Also unsere Aufträge hier wahrscheinlich. Ja, ach so, apropos Aufträge, was haben wir hier inzwischen geleistet? Okay, let's see how you did. Thanks, everyone. Great job. Ja, großartig. Ich habe nichts dazu bekommen. Let's check. Wow, you got so many. 4 Droplets. 20% Info haben wir erst gelockt. Wahnsinn. 20%. 80% fehlen noch. I'll take a look at that. Wow, these results are amazing. 40% davon haben wir immerhin. Von den Kampf-Notes und Bücher. I'll take a look. Ja, da haben wir noch nichts Neues. Okay. Landschaftsfotos haben wir auch nicht. Nein, nein. Gut. Dann schauen wir mal. Immer noch nichts gehört von Paula. Das ist echt schlimm. Ich habe Clara auch noch nicht erreichen können. Wirklich? Das ist nicht ermutigend. Oh, ihr meint Paula von dem Reitclub und Clara von dem Kunstclub. Ja, natürlich. Wer kann sich nicht an die beiden erinnern? Was ist denn los? Sind sie vom Radar verschwunden? Ja, es sieht so aus. Ich habe ihr nicht oft Nachrichten geschickt, bislang. Aber als alles den Bach runterging in Heimdall... habe ich ab und zu Informationen mit ihr ausgetauscht, also vorher. Ja, das gleiche gilt für mich und Paula. Ich hatte gehofft, mich mit ihr in Verbindung setzen zu können, um die Lage zu bestätigen, aber... Ah, also geht es nicht nur um Absolventen von Thors, die aus Heimdall kommen. Ja, es ist wohl nichts, weswegen wir übermäßig besorgt sein sollten, aber wir müssen es im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt wo Thor wieder bei uns ist, sollten wir sie es auch wissen lassen. Tut mir leid deswegen. Kannst du mal aufhören, dich zu entschuldigen? Juna, was ist los? Oh, nichts. Ich habe mir nur meinen Arm leicht angeschrammt beim Training. Nichts, was sich jemand ansehen müsste, wirklich. Ja, genau. Und wenn man sich nicht darum kümmert, dann bleibt halt eine hässliche Narbe zurück. Jetzt zeig mir endlich deine Wunde und ich mach sie sauber. Ja, danke, wirklich. Wow, Duvali kennt sich ganz gut aus, wenn es darum geht, sich um Verletzte zu kümmern. So, gereinigt und verbunden. So schlimm war das doch gar nicht, oder?
Ja, danke nochmal. Das war echt nett von dir. Oh ja, da fällt mir ein. Ich muss dir ja noch was geben, Ausbilder Rien. Oh ja, ich muss den Leuten auch noch was geben. Gut, dass du sagst, Yuna. Das ist die ID für Ellies Pomparty-Account. So kannst du die Verbindung testen, mit der wir Informationen mit Lloyd und der SSS austauschen. Außerdem kannst du das Spiel natürlich auch spielen, wenn du möchtest. Ah, cool, danke. Okay, können wir jetzt gegen Ellie McDowell spielen. Und wo es gerade erwähnt wurde, Items. So, weil Shining Bracelet für Sarah. Ein juwelenbesetzter Armreif. Wow. Was habe ich denn verdient? Womit habe ich denn verdient, so ein tolles Geschenk zu bekommen? Ja, du bist eine großartige Freundin. Schon seit einer langen Weile. Außerdem passt es zu dir. Es steht dir. Ja, das ist entwaffnend ehrlich. Ich muss mir dann auch noch was überlegen, was ich dir im Gegenzug schenke. Danke für den Armreif, Rien. Das ist wirklich sehr süß von dir. Ja, du brauchst mir dafür nicht zu danken. Wenn es dich glücklich macht, mehr brauche ich dafür nicht. So, Gaius kriegt seine Fuga Braid. Oh, ein Ledergürtel mit Klauen dekoriert. Das erinnert mich an die Handwerkskunst der Nordmänner. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Style. Ich mag das. Ja, ich dachte, es passt einfach zu dir. Ja, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir etwas zu besorgen. Ich werde es dir wieder gut machen. Welches Accessoire würde dir wohl gefallen? Ja, überrasch mich einfach. Und für Angelika ein Violet Musk. Oh, wow. Ach, das ist so ein Parfum. Okay. Dieses Parfum riecht wie Leidenschaft. Da schlägt einem das Herz richtig schneller. Vielleicht erhöht es meine Chancen bei der süßen kleinen Toa. Jetzt lass das arme Mädchen doch mal in Ruhe. Niemals. Aber Rien... Das ist einfach zu gut für ein Alltagsgeschenk. Sorgt nicht dafür, dass ich mich dir gegenüber schuldig fühle, also dir was schulde. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Und es ist auch nichts verglichen mit dem, wie viel ich dir schulde für deine Hilfe. Okay, das ist natürlich fair genug. Aber natürlich kommst du nicht davon, ohne dass ich dir auch was im Gegenzug geschenkt haben werde. Hier. Oh, wir bekommen direkt was. Lightning Googles. Was, eine Motorradbrille? Ha, ja, das passt zu dir. Danke, Angelika. Okay, Bonding-Event haben wir die Möglichkeit mit Machias zu machen, der mir auch schon wärmstens empfohlen wurde. Oh, Brücke habe ich noch gar nicht gemacht. Wir können mit irgendjemandem Karten spielen mit Alisa. Mhm. Ach, es geht doch nichts über einen netten, heißen Drink, um wieder runterzukommen. Ja, schön, dass es dir schmeckt. Hallo Alisa, hallo Angelika. Na, gönnt ihr euch eine Tasse Tee? Ja, ich dachte, es ist jetzt schwierig für Angelika, dass sie in die Lounge kommt, da sie ja gerade das Schiff steuert. Ja, wir können uns nicht zu sehr auf den Autopiloten verlassen. Aber um es mal positiv zu sehen, ich fühle mich jetzt entspannter als seit langer Zeit. Ich bin richtig aufgedreht. Ich glaube, ich kriege richtige akrobatische Manöver hin. Nee, lass mal stecken, Angelika. Ja, genau, bitte nicht. Ja, das riecht doch nach Ärger. Hey, du spielst auf Vantage Master, oder? Wenn du die Zeit hast, warum forderst du mich nicht heraus?
Alisa, natürlich. Ich wusste ja nicht, dass du auch spielst. Naja, ich habe die neue Klasse 7 das Spielen sehen und ich dachte, ich probiere es auch mal aus. Es war ganz populär in der vierten Development Division. Naja, dann wolltest du wohl nicht die Einzige sein, die nicht spielt, was? Naja, wir werden mal ein, zwei Partien spielen. Ja, das wäre großartig. Aber nicht jetzt. Mal gucken, ob auf dem Deck jemand ist. Okay, das wäre Altina mit Herzchen-Event. Was macht Altina denn hier draußen? Sie ist wohl tief in ihren Gedanken, wenn sie mich bis jetzt noch nicht bemerkt hat. Sie ist sehr konzentriert, aber vielleicht sollte ich mal nach ihr sehen als ihr Ausbilder. Ja, wir haben zwar 4 Punkte, aber ich will das jetzt gerade noch nicht. Dann haben wir Alfin, ist auch interessant. Elliot, bist du hinter dem Tresen? Ja, Menschen zu helfen, das ist eine Charaktereigenschaft von mir. Und das schließt auch Kochkünste mit ein. Gib mir Bescheid, wenn ich irgendwie irgendwas zubereiten soll. Ja, mache ich, danke. Achso. How can I help? Okay, da habe ich noch nichts verpasst. Come back anytime. How can I help? Come back anytime. How can I help? Holy Packy habe ich schon, okay. Ja, Rains Headset ist bestimmt ganz doof. Anytime. All right, got it. Ah nee, das geht. Das ist nicht schlecht. Hey Leute, ihr habt euch schon häuslich eingerichtet hier im Workshop. Ja, ich dachte, ich will dir das wieder gut machen für deine ganze Hilfe. Ich habe ein paar Modifikationen an deinen Orbments gemacht, die du vielleicht ganz toll findest. Es ist quasi wieder so wie damals, als wir gemeinsam an den Exkursionen gearbeitet haben. Ja, aber nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Denke dran, du musst dich auch um die Maschinen hier kümmern. Ja, kein Problem, ich fange doch gerade erst an. Ja, das ist großartig, also übernimm dich aber nicht. Ja, ihr versteht euch wirklich gut. Ja, das ist aber auch logisch nach den intensiven Schlachten, die ihr gemeinsam durchgemacht habt. Ja, aber ich habe das Gefühl, wir hätten viele dieser Schlachten vermeiden können, wenn Tita nicht einfach ohne nachzudenken da vorne reingestürmt wäre. Ja, und was ist mit den vielen Malen, wo du einfach zu heißblütig warst und einfach nicht einem Kampf widerstehen konntest? Okay, okay. Wir sind beide schuld. Aber ich denke, deshalb machen wir auch so, sind wir auch so ein tolles Team. Ja, da hast du recht. Ach, das ist aber süß. Ich glaube, da hat sich jemand verknallt. Ja, noch nichts ist geklärt, noch nichts ist repariert, aber wir haben Tita zurück. Das ist das Wichtigste. Jedenfalls möchte ich dir gerne eine Weile helfen, kannst dich bei mir melden. Ja, zu wissen, dass du mich unterstützt, da fühle ich mich direkt besser.
Ja, zwei Turteltäubchen. Okay, da gibt es noch nichts Neues. Achso, genau. Resurrect Stone. Ich habe nur noch zwei davon. Krass, krass. Ich mache nochmal zwei. Kostet 10 U-Material. Ist es mir wert. Come back soon. I'll help. Achso, warte mal hier. Was Neues? Nein. Einer kriegt dann eine neue Waffe. Juna. Bei Juna sind schon 260, ey. Da sind es auch 260 bei Altina. Krass. Moment, für wen? Bei Lanz für Duvali dann, oder? Ah, für Gaius, okay. 300 sogar für Gaius, aber Gaius ist nicht dabei. Okay. Würde ich sagen. Könnte Juna. Ich muss nochmal in Bamius gucken. Bamius hat was Gutes, okay. Ja, komm, Juna. Come back soon. Modify Augment. Von den Leuten, die jetzt dabei sind. Oh, warte mal hier. Nehmen wir den blauen noch mit. Oh, das ist aber teuer. Ja. Ja, komm. Oh, warte mal. Davon habe ich ja ganz viel Punkte noch. Okay, Guest-Charakter kann ich nicht machen. Okay, das soll reichen. Come back soon. Laura, gibt es auch ein Event? Was ist denn los mit dir, Emma? Du seufzt so viel in diesen Tagen. Was? Tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, es gibt immer noch den Pausenraum, wenn du einfach mal ein bisschen Abstand brauchst. Ja, danke, aber es geht mir gut. Danke, wirklich. Wenn überhaupt jemand Pause braucht, dann bist du es, Rean. Mach dir keine Sorgen, ich mache immer wieder Pause, wo es geht. Ja, genau. Hier mal eine Minute, da mal zwei Minuten. Ja, wenn du das sagst. Ich weiß, wie du dich fühlst, Emma, aber es ist am besten, nicht zu viel drüber nachzudenken. Wollen wir vielleicht gemeinsam ein Nickerchen machen? Ach, warum nicht? Ich hoffe, ich bin nicht die Ursache für Emmas Stress. Also Ash, ich habe gehört, du warst der ziemlich heiße Scheiß zu Hause. Aber werd mal nicht übermütig.
Du hast noch viel zu lernen. Sowohl was das Glücksspiel als auch Frauen betrifft. Ja, ich habe noch nicht so viel Lebenserfahrung wie du. Ich meine, du hast ja auch verrückte Sachen gemacht. Als Crow, als Sie, als Siegfried. Ja, das musstest du jetzt nochmal erwähnen, ne? Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, mir Crow als Charmeur vorzustellen. Vielleicht, weil Angelika immer noch mal eine Nummer härter war damals in Thors. Ja, du weißt einfach nicht, wie es ist, wenn man im Wettstreit steht, gemeinsam mit Angie. Nimm zum Beispiel mal die Duse vom Literaturclub, Tatjana. Ich sag euch das, wenn Angie sie im Blick hat, dann hat man selbst keine Chance mehr. Vielleicht gehst du lieber weiter direkt. Ja, ach so, das, jetzt verstehe ich das erst. Ja, es geht ja um Tatjana, das heißt, er hat das Ash gesagt. Also, Ash, du hast doch keine Chance, wenn Angelika versucht, sich an Tatjana ranzumachen. Deshalb ziehst du dich am besten sofort mal zurück. Hey, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Mir ist das doch sowieso egal. Jetzt sei nicht so schüchtern. Wenn du Rat bezüglich Frauen brauchst, kommst du einfach zu Onkel Crow. Ja, hör auf, Alter. Es ist nicht lustig. Ja, selbst Ash kommt an Crow nicht ran. Okay, da haben wir nochmal Kurt. Und hier haben wir nochmal Toa. So, wenn ich jetzt mal zusammenzähle. Wir hatten 4 Events. Wahrscheinlich kommt noch ein 5. dabei. Oh, Toa ist auch ein Herzchen-Event. Also, oh, 3 Herzchen-Events, 4 Herzchen-Events. 4 Herzchen-Events und Machias. Und warte mal, sonst... 1, 2, 3, 4, 5... Ne, es sind doch 6. Ach so, genau, Kurt auch noch. Also Kurt wird da nicht stattfinden, so viel kann man schon mal sagen. Und ich habe gerade nicht mit Musi und Celine gesprochen, fällt mir gerade auf. Lass sein, ich habe dir niemals erlaubt, mich zu streicheln. Dein Mund sagt nein, aber trotzdem schnurrst du so. Tu ich gar nicht, schnurr. Ja, ist das nicht viel besser? Entspann dich einfach und lass mich meine Magie wirken. Oder du kannst dich auch in menschliche Gestalt begeben und ich massiere dich schön. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Muse zögert nicht. Es ist ein wenig furchteinflößend. Ja. Also komm, weil mir Machias empfohlen wurde, nehme ich ihn dann auch mal. Ansonsten hätte ich ihn bei dieser Auswahl wohl tatsächlich nicht genommen. Obwohl ich Machias inzwischen zu schätzen gelernt habe. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Machias. Mein Vater hat mir gerade eine Sphero-Mail über die Lage in Ordes geschickt. Eine bestimmte Person wurde dorthin gebeordert, im Auftrag des Rathauses. Ja, und gibt es da ein Problem? Nein, ist keine große Sache. Es ist nur so, dass mein Vater einen schweren Job in Ordes hat, wegen seiner teilweise Degradierung und so. Das könnte ein Problem für ihn sein. Ich hoffe einfach nur, dass er auch weiterhin ja, tapfer kämpft. Ich kenne die Details nicht, aber Machias scheint sich schon große Sorgen um seinen Vater zu machen.
Ja, und ich kann ja auch. Valimar könnte uns ja sehr schnell nach Ordis bringen. Hey Machias, wie wär's, wenn du mich nach Ordis begleitest? Selbst wenn da die Imperial Defense Force ist, haben wir trotzdem noch eine Chance, wenn wir mit Valimar hinfliegen. Rean, wirklich? Danke. Es gibt wirklich ein paar Dinge, die ich gerne überprüfen möchte. Wenn ich nur meinen Vater erreichen könnte und ihm helfen könnte, das würde mir alles bedeuten. Ja, keine Zeit zu verschwenden dann, auf geht's. Nachdem er Kontakt zu Gouverneur Regnitz aufgenommen hatte, reisten beide nach Ordis mit Hilfe von Valimar. Einer der Untergebenen des Gouverneurs wartete schon auf sie in Ordis und eskortierte sie zum Anwesen unter höchster Geheimhaltung. Ja, danke, Machias und Rean. Ihr habt viel riskiert, um hier nochmal herzukommen. Ich wollte nur mal berichten, was in letzter Zeit vorgefallen ist. Jetzt hast du dir wohl extra Sorgen gemacht. Naja, wir wollten es mal überprüfen, ob auch alles in Ordnung ist hier. In letzter Zeit wachsen die Probleme ja schneller als das Gras. Genau, wie zum Beispiel das National Mobilization Law, dann die Einberufung der Leute, das Beschlagnahmen von Materialien. Ja. Während das... Ja, ich denke mal, so eine Art Rechnungshof, also das, wofür Machias arbeitet. Der Rechnungshof fällt unter die Judikative. Ist aber das Justizministerium eine Exekutive, die halt gerade die Gesetze erlassen hat, wodurch die Leute einberufen worden konnten und Sachen beschlagnahmt werden konnten. Wie der Name schon sagt, haben sie die Autorität, sowohl Menschen als auch Sachen zu rekrutieren. Ganz nach dem Gesetz. Ja, also wurde jetzt ein Ratsmitglied hier nach Ordis geschickt und sorgt dafür, dass diese Gesetze auch entsprechend umgesetzt werden. Aber diese Person zielt nur auf Adlige. Ja, das ist die Information, die ich von Vincent und der Familie Florent erhalten habe. Und sie scheinen insgeheim auch mehr Besitztümer zu beschlagnahmen, als das Gesetz erlauben würde. Einige Adelsfamilien sind jetzt dem Bankrott nahe. Sie übertreiben es wirklich. Es ist beinahe so, als ob sie einen Groll hegen gegen Adlige. Aber das darf nicht sein. Oder nein, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, weil es ja auch Adlige sind, also die Leute, die Gesetze erlassen oder die jetzt hier die Gesetze kontrollieren und umsetzen, sind auch Adlige. Ja, vielleicht haben die ja persönliche Vorteile davon, wenn sie ihre Konkurrenz Adligen schröpfen, vielleicht geht es denen selbst dadurch ja besser. Einer von ihnen ist der Sohn eines Grafen, der einst Heiratsgespräche führte mit der Familie Cayenne. Abhängig davon, was geschieht, könnte es gegen das insgeheime es gibt einen Nicht-Einmischungspakt. Und je nachdem, was hier geschieht, könnte gegen diesen Pakt verstoßen werden. Und zwar zwischen den Adligen, mit denen Hugo und Vincent verhandelt haben. Ich habe nicht die Autorität,
etwas zu machen, aber ich kann es mir zumindest ansehen als Mitglied des Inspektorats. Ja, dann kann ich ja dabei helfen, wo ich schon mal hier bin. Aber das klingt mir nur allzu vertraut. Ich bitte um Entschuldigung, Gouverneur Rignitz. Ist irgendwas passiert? Eines der Ratsmitglieder erfüllt gerade seine Pflichten im Hafen. Das Transportschiff, das von diesen Adelsfamilien gechartert wurde, wurde mit Gewalt beschlagnahmt. Okay, legen wir los. Es sollte nicht zu lange dauern, da wir die Dokumente zwischen uns aufteilen. Sobald es einkategoriert wurde, wird es an die entsprechende Schwadron verschickt. Verstanden. Leute, was macht ihr Kinder denn hier? Das hier ist Sperrgebiet. Du mit der Brille. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kennst den Typen, Machias? Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich ihn hier wieder treffen würde. Es ist eine Weile her, Arthur. Ich habe dich nicht gesehen seit der Beerdigung meiner Schwester. Du meinst... Oh, die Story kriege ich nicht mehr so zusammen. Aber es ging doch auch um so eine bevorstehende Hochzeit oder sowas. Und wo dann auch die Familie das nicht wollte oder irgendwie sowas. Das heißt, sollte seine Schwester Arthur heiraten? War das so? Der hat sich dann auch umgebracht, glaube ich, oder? Wow, erst sehe ich deinen Vater wieder und jetzt auch noch dich, Machias. Naja, schön, dich wiederzusehen. Du scheinst ja gute Arbeit gemacht zu haben in Thors und auch in deinem Inspektorat. Du hast dich ganz schön weiterentwickelt. Wenn ich mich recht entsinne, war doch Machias Cousine oder Cousin in einer Beziehung... Achso, okay. Also auf jeden Fall Machias Cousine war in einer Beziehung mit dem Sohn eines Grafen. Achso, genau. Das war gar nicht seine leibliche Schwester. Das war nur wie eine Schwester für ihn. Genau, das war seine Cousine. Aber weil die so zusammen gelebt haben, war das wie eine Schwester für ihn. Alles klar. Ja, aber die Familie Cayenne hat sich da eingemischt. Und dadurch ist dann alles kaputt gegangen. Und wie ich hörte, bist du nicht mehr im Rathaus. Du warst doch Teil der Exekutive, also die das nationale Mobilisierungsgesetz umgesetzt hat, oder? Ja. Und ich habe mich direkt beworben, nachdem das Gesetz durchgegangen ist. Ich habe aber nicht darum gebeten, nach Ordes zu kommen. Das war einfach Zufall. Nach all dem, was vorgefallen ist, dachte ich, es ist vielleicht unangebracht, wenn ich dir oder deinem Vater gegenübertrete. Ich verstehe. Ich bin nicht in offizieller Mission hier, aber trotzdem möchte ich dich etwas fragen. Was genau hast du vor, indem du dieses Schiff beschlagnahmt hast? Denn nach dem Urteil meines Vaters haben die Adligen das hier vorgesehen als Notfalltransportmittel für Flüchtlinge
und Opfer des Krieges, also Kriegsversehrte. Und selbst wo es jetzt dieses National Mobilization Law gibt, dürfen halt keine Dinge beschlagnahmt werden, die die Bürger unterstützen. Also Sachen, die die Bürger hier dringend brauchen, dürfen halt nicht beschlagnahmt werden. Ja, unter normalen Umständen würde ich dir ja zustimmen. Aber man kann das Gesetz auf verschiedene Weise interpretieren. Ich habe mein Verhalten bereits genehmigen lassen durch das Komitee. Mein Argument war, weil die Adligen noch Mittel haben, die sie teilen können, also weil Adlige über mehr Mittel verfügen als normale Bürger, sollen die eben auch die größere Last tragen. Und damit bist du durchgekommen? Also stimmt es. Du versuchst es noch nicht mal zu verheimlichen, dass du hier die Adligen ausraubst. Das ist ein deutlicher Missbrauch deines Status. Mit all deiner Erfahrung musst du das doch wissen. Machias, du erinnerst dich noch an den Bürgerkrieg. Du warst ja dort. Du hast es aus erster Hand miterlebt, welches Leid die verrückten Adligen angerichtet haben. Die närrischen Adligen eigentlich eher. Und die vier großen Häuser, das sind die schlimmsten von allen. Ja, ich gebe zu, sie haben Reparationen gezahlt, aber das reicht nicht. Sie haben das Kaiserreich am Fortschritt gehindert. Und zwar über Generationen hinweg. Wir müssen sie dafür bezahlen lassen. Für alles, was sie angestellt haben. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen und eine strahlende Zukunft erschaffen wollen, dann müssen sie bezahlen. Was ist das? Ja, dachte ich mir doch. Arthur, hör mal zu. Das kannst du nicht machen. Elsa hätte das nicht gewollt. Was? Die ganze Zeit habe ich versucht zu verstehen, warum du dieses National Mobilization Law unterstützt. Ich meine, du bist doch selbst aus einer Adelsfamilie. Warum bist du also so streng gegenüber anderen Adligen? Aber ich glaube, ich habe jetzt meine Antwort gefunden. Du hast dir selbst Elsas Tod niemals verziehen. Der Druck von den Adligen, die Dinge, die du gesagt hast, sie lasten alle schwer auf deinen Schultern über all die Jahre. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Auch als wir nicht verheiratet werden konnten, habe ich mich doch noch um sie gekümmert. Und eine Mätresse eines reichen Manns zu sein, ist ja auch kein schlechtes Leben. Also warum? Warum hat sie sich umgebracht? Das ist halt so das typische Beispiel einer unterschiedlichen Weltanschauung so, oder der Sichtweise. Also aus Arthurs Blickwinkel war es total unlogisch, dass Elsa sich umgebracht hat. Und aus Elsas Sicht war es die einzig logische Konsequenz, sich umzubringen. Ja, und beide lagen eigentlich ja falsch. Was sage ich denn? Was bringt es mir denn, wenn ich jetzt bereue? Ist doch ohnehin alles zu spät. Siehst du? Du hast es die ganze Zeit bereut. Und diese Gefühle haben sich in dich hineingefressen. Verzeih mir. Aber ich habe in meiner Freizeit ein bisschen nachgeforscht. Nachdem Elsa gestorben ist, hast du das Rathaus verlassen und hast für eine andere Abteilung gearbeitet.
Du hast deine Beziehung zum Haus Cayenne komplett abgebrochen und du wurdest quasi enterbt von deiner eigenen Familie. Trotz dessen hast du auf deine eigene Art und Weise versucht, den Adel des Kaiserreiches zu verändern. Und all das, um den Tod von Elsa in irgendeiner Form wieder gut zu machen oder dafür, ja, das Ganze zu bereuen und halt, ja, halt Abbitte zu leisten. Ich verdiene diese Worte nicht. Glaub mir, ich weiß, wie du dich fühlst. Damals hasste ich die Adligen. Und wie machtlos ich war, dass ich nichts ändern konnte. Du musst sämtlichen Glauben an die Adligen verloren haben, wegen des Bürgerkriegs. Also hast du mit Hilfe des National Mobilization Laws ihre Macht noch weiter weggenommen, also erodiert, und sie in die Schusslinie gezogen. Aber das ist nicht in Ordnung. Es spielt keine Rolle, welche dreckigen Taktiken deine Feinde verwenden oder wie schlecht deine Quoten sind zu gewinnen. Ich glaube an das Gesetz. Wenn wir wirklich die Welt verändern wollen, müssen wir es nach den Regeln tun. Verdammt, das weiß ich doch. Ich habe es versucht, nach den Gesetzen zu machen, aber es reichte nicht. So verändert sich doch niemand. Ja, alleine kriegen wir das nicht hin. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Der Tod meiner Cousine hat mich schwer getroffen. Genau wie du habe ich mich meinem Hass hingegeben. Aber die Zeit, die ich in Klasse 7 verbracht habe, hat mir einen neuen Blick auf die Welt verschafft und mich ins Inspektorat geführt. Und jetzt weiß ich, es gibt einen besseren Weg da draußen für dich. Und ich werde dir dabei helfen, ihn zu finden. Boah, Machias zeigt wirklich Größe. Das ist das Mindeste, was ich für den Mann tun kann, den meine Cousine geliebt hat. Machias. Du bist wirklich ein stattlicher Mann geworden. Ein Herr, sozusagen. Aber ich habe mich als Person überhaupt nicht weiterentwickelt. Wie kann ich dir gegenübertreten oder deinem Vater nach all dem, was ich getan habe? Du solltest dir nicht so viel Sorgen machen. Sieh einfach in die Zukunft und tritt uns erhobenen Hauptes gegenüber. Gouverneur Regnitz. Zum Schlimmeren oder zum Besseren? Ich weiß nicht genau, was er damit sagen will. Wird er seinen Posten aufgeben als kaiserlicher Gouverneur? Ich muss das sicherheitshalber mal eben nachgucken. Das hat ja doch eine Bedeutung. Aber Stick Out. In der Beziehung sagt es mir nichts. Rausstechen. Ja, hervorstehen. Naja, also er will dann wohl noch weiter hervorstehen. Also will noch einen deutlicheren Eindruck hinterlassen als kaiserlicher Gouverneur. Also er will Dinge verändern. Aber er kann das nicht alleine tun. Ich brauche die Hilfe von jungen Talenten wie Rian und Machias. Und das gilt auch für dich, Arthur. Wir haben doch früher schon mal zusammengearbeitet und wir können es wieder tun. Ich denke, Elsa würde das wollen. Ja, das sehe ich auch so.
Was hältst du davon, Arthur? Möchtest du mit uns zusammenarbeiten, um dieses Land auf einen besseren Weg zu führen? Machias. Ich hab's wieder vermasselt, oder? Es tut mir leid. Elsa, was hab ich getan? Arthur gab das Frachtschiff wieder frei. Es ging wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer. Er arbeitete immer noch zusammen mit dem Komitee fürs National Mobilization Law, aber er versprach, die Art und Weise zu verändern und nochmal über seine Beschlagnahmungspolitik nachzudenken. Scheint alles nochmal gut gegangen zu sein, was, Machias? Ja, jetzt kann ich endlich einen Schlussstrich ziehen. Ich danke dir, Rean. Ich glaube nicht, dass ich die richtigen Worte für Arthur gefunden hätte, wenn ich nicht zuvor dir begegnet wäre. Wenn ich tatsächlich zu einem Herrn geworden bin, dann liegt es nur an dir und an Jusis und an dem Rest von Klasse 7. Ha, gern geschehen. Aber du hast mir auch viel geholfen. Ich glaube, ich kann dir jetzt in der Zukunft noch mehr vertrauen. Oder er hat jetzt... Rean hat mehr Vertrauen an sich eigentlich. Wer weiß. Vielleicht begreife ich eines Tages sogar die Handlungen meines eigenen Vaters. Oh ja. Ich glaube, es gibt nichts, was man damit vergleichen könnte. Du hast auf jeden Fall die meiste Arbeit noch zu tun. Aber wisse, du kannst dich immer auf mich verlassen. Egal um was es geht. Du bist ein guter Freund, Machias. Danke dir. Wow, das war wirklich eine klasse Geschichte. Also danke für den Tipp. Und ich denke, das ist auch ein schöner Punkt, um diese Folge zu beenden, nachdem wir jetzt noch einmal mit ihm geredet haben. Was dieses Mal passiert ist, ist ganz gut für mich gelaufen. Ich muss dir nochmal Danke sagen. Ja, keine große Sache. Ich habe dir nur einen kleinen Schubs gegeben. Trotzdem, es ist mein Job, jetzt auf dich aufzupassen. Ganz egal, welcher Sache du auch gegenüberstehst, ich und unsere Freunde stehen hinter dir. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir alles überstehen. Ja, da hast du recht. Ja, prima. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge auch nochmal Bonding-Events. Wahrscheinlich die, also drei von den Herzchen-Events. Muss ich mal gucken, wem ich Vorrang gebe. Aber mit der Nebenquest kriegen wir auch das vierte Herzchen-Event noch irgendwie. Das ist also kein Problem. Okay. Ja, okay. Dann bis morgen. Tschüss.